Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Next Base Rebels. Ja, wir führen gerade diese interessante Challenge hier durch und ich habe gedacht, dass wir sozusagen obendrauf, ich weiß gar nicht, ob das so gut funktioniert halt mit dem Decoupler jetzt, aber der passt hier unten dran. Was denn jetzt? Ja, das ist ja auch... Ich kann dich hier unten dran setzen, das bringt sich nichts, wenn ich dich da unten dran setze. Weil wir brauchen oben drüber ja von PVC noch die Raketenteile. Also mein Plan wäre relativ simpel, eine fette Rakete zu bauen mit einem Booster drin. Kann ich den Booster dann remote zünden? Also wenn ich jetzt zum Beispiel den hier reinsetze, kann ich den... Na, den kann ich nur Zeit stellen. Okay, also bringt sich das absolut nada. Ich brauche ein Triebwerk da drin, ein kleines. Einen guten Treibstofftank. Was natürlich wieder nur so halb funktioniert, wenn... ...die Teile hier so dran gebaut sind. Kann ich da nicht, warte mal... Wo ist PVC nochmal? PVC, hier. Ich brauche ja nur mal kurz eine Verteilung, genau hier sowas. Im Grunde das hier dran setze und dann... Dann kann ich doch da sicherlich einen Verbinder reinsetzen, oder? Und dann dich zum Beispiel unten so dran. Dann tue ich dich drehen. Und dann könnten die hier so unten dran. Was natürlich hier noch rein muss, fast vergessen. Es müssen natürlich noch ein Starter rein, weil ansonsten zieht das Ding einfach los. Ich würde mal testen sagen, dass wir das jetzt halt testen müssen. Bedeutet, wir tun dich auch auf die 1 legen, genauso wie wir dich auf die 1 legen haben und bauen dich mal kurz. Man kann natürlich sein, dass das Triebwerk jetzt zu schwach ist. Ich hoffe es zwar nicht, aber wir schauen einfach mal. Start und... Let's go. Warum ist es jetzt so geflogen? Zurück zur Konstruktion. Aber wie viel Kilo? Jetzt ist natürlich die Frage... 32 Kilo bedeutet rein theoretisch... ...das passen. Wer stört? Kennst du die Geschichte hinter diesen Teilen? Nein. Ich tue es einfach hier durchklicken. Adapter 2. Damit kommst du jetzt? Das ist mega geil für unsere Raumfahrt-Dinger. Aber okay. Erstmal back zu Hauptteil. Wenn ich jetzt von Retro. Das finde ich natürlich jetzt mega geil, weil das passt natürlich noch besser hier oben drauf. Das finde ich jetzt uncool. So. Das dann hier so mache und dann hier unten das dran setze. Dann tue ich zwei Tanks reinsetzen. Aber wo sind jetzt... warte mal, ich vergesse jedes Mal, dass ich runterscrollen muss. Oder hoch halt. Wie viel wiegt der Ball? 130. Wie viel müssen wir reichen? 500 Kilogramm. Wir dürfen nicht vergessen, dass unten noch ein Triebwerk dran ist. Das kriegt auch noch mal ein bisschen was. Immer noch nicht auf den 500, okay. Dann werden wir halt den anderen Tank verwenden müssen. Dich nach unten setzen. Nein, jetzt passiert... Oh, das war eine ganz beschissene Idee wieder. So. Dich unten dran setzen und Treibstofftanks in einer gewissen Größe besorgen.
Und unten mischen wir dann noch. Wie hoch können wir denn damit gehen? Das ist natürlich voll so hoch. Dass wir links, rechts sozusagen zwei von den Tanks hier haben. Dann können wir nämlich, haha, die Doppelverbindung hier in die Mitte setzen. Und das Ding hier zwischenmogeln. Alter, das ist ja mega genius. Alter, schaut euch diese Konstruktion an. Zack, ist das Ding angeschlossen. Mit 1 releasen wir dann die obere Rakete und dann hoffe ich, dass das funktioniert. Let's try. Wieder natürlich eine große Rakete, aber simplifiziert. Ich würde sagen 3, 2, 1. Zehn Kilometer beide. Wieso mit mehr als 5? Ah, oh, wir verlieren zu schnell Tank. Zoom auf das andere Teil. Scheiße. Ah, das war nicht gut. Zurück zur Konstruktion. Also erstens, wir brauchen ein Teil, was auf 2 sich dann unten abschaltet. Zweitens werden wir viel zu leicht, viel zu schnell. Bedeutet, wir hängen uns seitlich noch ein bisschen Schrott dran, und zwar 2 Tonnen. Die sollten dem Gewicht entsprechen, das uns dann fehlt am Ende. So, oben drauf natürlich noch so ein bisschen Fins, damit es noch ein bisschen schick ausschaut. So, 560 Kilo. Dann brauchen wir natürlich noch das Verbindungselement, was dann dafür sorgen soll, dass ein Abbruch des Flusses passiert. So, perfekt. Und du bist bearbeiten auf die 2. In Ordnung. Dann schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Zum Start. Und let's go. Wir drücken die 2. Geschwindigkeit. Wir schalten jetzt das Triebwerk aus. Okay, warte mal, das war dumm. Nee, starten wir neu. Wir müssen ja nur die Kilogramm halten, bis wir sozusagen auf der Höhe sind. Ich gucke jetzt nur drüben auf. Und die Masse darf nicht die Ding unterschreiten. Wir fliegen jetzt sozusagen schwerelos. Und jetzt schalten wir uns wieder an. Fliegen weiter mit dem Teil. Und schauen, dass wir so gut das Speed kriegen. Schauen jetzt mal den Winkel an. Winkel schaut auch noch sehr gut aus, ja. Schaut echt noch gut aus. Wir sind mittlerweile bei 35 Kilometern. Treibstoff ist genug noch unten in dem Clustertriebwerk drin. 40 Kilometer. 45, 46. Und die 50 geschafft. Bisschen getrickst, aber okay. Finden wir das andere Teil wieder? Nö.
Gut, dann würde ich sagen, beenden wir die Emission. Vielleicht kriegen wir noch was anderes. Einen viralen Tag haben wir erhalten. Striptease. Wetterballon. Schwingen wir es auf. Wetterballon. Erreichen Sie eine Höhe von 40 Kilometern, okay? Doppellauf. Video hochladen. Und? Kommen wir zum Clever und Wild. Aber erreicht ja trotzdem seine 250.000. 2000 neue Abos. Das ist natürlich mega. Fortsetzen. Das hat gut geknallt. Jetzt gibt es wieder ganz viele Dinge und wir haben zwei neue. NSA-Set, was? Endlich zu tun, woraufhin nämlich diesen Satelliten in die Luft zu schicken, was? Wie ich sehe, machst du dich bereit, in die große Liga aufzusteigen. Endlich zu tun, woraufhin ich sehe, ob mir das gelingt. Betrachte diesen Satelliten so gut wie im Himmel. Das wollte ich hören. Wenn du Erfolg haben willst, musst du an dich selbst glauben. Und auch wenn das nur eine fette Lüge ist. Ich gebe mein Bestes. Ich lasse dir einfach mal die letzten Teile des NSR-Sets da. Das sind die besten Teile des Sortiments und damit sollte die erstklassige Aufrüstung sein. Irgendwann vielleicht baust du etwa keine Teile. Aber erst muss ich meinen Doktor fertig machen. Damit sollten mir dann zu meiner 20. die Türen zum Nobelpreis offenstehen. Viel Glück. Danke, sehr löblich. So. Ich habe leider noch nicht so wirklich einen Plan, aber das könnte ich mir gut als Seitentanks vorstellen. Ich brauche nur seitliche Tanks, die ich abwerfen kann. Rein theoretisch. Raketenstriptease, wow, du hast es geschafft. Hast du nicht? Was macht denn das jetzt? Ich tue jetzt einfach da nur durchklicken, weil die geht mir so ein bisschen auf den Nerv. Okay, das war's. Oh. Haben sie eine Kugelspitze? Zugespitzte Füße. Mach mich stolz. Okay. Soll ich ihn jetzt... nee, das ist ja das andere. Den Text brauche ich jetzt auch rein theoretisch nicht mehr. Die Schwebekatze wird mir so richtig eklig. Ich habe noch nicht so wirklich einen Plan, wie ich die halten soll. Weil die Schwebekatze ist ja richtig eklig. Aber vielleicht können wir die Schwebekatze mit den neuen... Ja, aber das ist ein Raketenbauteilsatz. Passt doch nicht mal das Ding rein, oder? Also damit kann ich es rein theoretisch vergessen. Ja. Was ist, wenn... Keine Ahnung. Ich soll 20 Sekunden lang zwischen 20 und 25 Metern treiben. Ich muss es der Rakete also im Grunde sehr schwer machen zu kippen. Dann machen wir eine relativ flache Rakete. Mit zwei kleineren Triebwerken. Die Frage ist, was für Triebwerken? Ich werde ja zwei von denen hier nehmen. Und dann einfach einen Treibstofftank hier in die Mitte. Und dann zwei Verbinder, also ein Teiler hier unten. Ja, du bist kein Teiler, du bist ein Verbinder. Scheiße, jetzt habe ich wirklich das geholt, was ich brauche, was ich nicht wollte. So. Und dich hier noch dazwischen. So, wenn ich jetzt im Grunde dich hier anschließe, zack. Habe ich mit 1 die Macht, das zu fliegen. Warum es auch immer seitlich fliegen sollte, aber... Schauen wir erstmal, wie es fliegt. Aber wenn es natürlich kippt, ist es blöd. Also ist es auf 5 Sekunden eingestellt. Ja, zurück zur Konstruktion. Da habe ich was falsch platziert wahrscheinlich. So, nein, jetzt gerade nicht, ich habe gerade zu tun. Das Tor öffnet nicht nach 5 Sekunden, sondern mit der Nummer 1. Schwebezahn, Alter, das wird ja eklig. Das sind nicht nur ein paar Meter. Und ich bin schon drüber. Das ist doch vollkommen bescheuert. Wie soll das gehen?
Ein Triebwerk? Vielleicht nur ein? Dass ich eins von den Düsentriebwerken verwende, dann habe ich hier drin auch ein bisschen. Nein, oh, das war falsch. Nein, geht natürlich nicht. Dann brauche ich wieder die Holzsachen. Na, jetzt habe ich natürlich. Jetzt habe ich aus Dummheit das falsche Teil gelöscht. Ich brauche natürlich das Triebwerk wieder. Weil mehr Leistung braucht es gar nicht. Ich brauche echt ein schwaches Triebwerk einfach. Ein ganz schwaches, simples Triebwerk. Komm, irgendwas Simples muss doch fliegen. Nein, bin schon wieder drüber. Scheiße. Aber vielleicht, wenn ich so ganz leicht wirklich antippe die ganze Zeit. So ganz leicht. Zurück zum Start, noch ein Versuch. Das waren auch keine 20 Sekunden. Shit. Zur Konstruktion. Okay. Ja, jetzt wird das ein NSA-Teilemuseum. Ah. Jetzt labert der mich wieder voll. Ich liebe Cobra, Dada, Flux, Cobra. Adapter Typ 2. Komm, gib mir einfach Teile und fertig. Was ist, wenn ich das obere Teil hier? Das Problem ist ja, weil das bedeutet, ich brauche Gewicht unten. Was ist, wenn ich so zwei Federrahmen einfach zum Beispiel hier links, rechts einsetze? Ist das Gewicht, Hauptgewicht hier unten? Oder? Nein, oh. Okay, nee, ich will es nochmal probieren. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich will eigentlich ins All und nicht hier in so Boden. Scheiße. Ich muss es sehr, sehr ruhig. Nein, oh, ich drücke immer auf den falschen Button. Komm schon, ich will das noch. Ich will das probieren. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Vor allem müsste ich mal herausfinden. Das war nicht mal. Wie soll ich 20 Sekunden schaffen? Ich schaffe noch nicht mal 6. Holy shit, was stellen die sich da drunter vor, dass ich abheb und seitlich flieg? Ah, die wollen ja eigentlich, dass ich hoffe, oder? Noch ein Versuch, okay, und ansonsten muss ich was Neues überlegen. Irgendeine Rakete, die seitlich fliegt. Das waren wieder 50. Ein Versuch noch, die ist mir zu schnell gekippt. Das waren auch wieder nur 6 Sekunden. Wie soll ich 20 Sekunden? Ich muss lenken und hovern rein theoretisch. Und das ohne. Ich habe eine Idee, Leute. Ich habe echt eine Idee. Aber dafür müsst ihr bis zur nächsten Folge warten. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.